Vom Geheimnis des Unscheinbaren. 19 Stadtgeschichten zum Hören. Wie kamen Mäuse in den Sandstein? Oder ein Maronenrisotto veränderte die Architektur? Erzählt mit einer Verbeugung vor Wilhelm Busch. Von Bettina Sörgel. Die alte Zeit, sie war vorbei. Man schrieb schon 1903. Am Mittagstisch der Bürgermeister. Gustav Otto Beutler heißt er. Zum x-ten Mal seufzt Gustav Otto, leise schmatzend sein Risotto. Ach, du kennst nicht, liebe Frau, meine Not im Städtebau. Schöner sollen die Leute wohnen, sprach's und piekst in die Maronen. Glitsch! Zu der Gattin höchstem Zorn flutscht die Frucht gerad nach vorn von Bürgermeisters Gabelzinke in Mariens Aug, das linke. Platsch! Von Frau Bürgermeisters Hals fliegt die Serviette in das Salz. Die Angetraute hat genug. Otto, sprach's, du bist am Zug. Jammern hilft dir hier nicht viel, schon mal gehört vom Jugendstil. Und mit Blick auf ihre Speise, dies ist heut die Art und Weise, wie man schöne Häuser schafft. Von den Blumen kommt die Kraft. Rosen, Tulpen und Geranien, warum nicht auch Esskastanien? Geh zu Meister Jungblut hin, den kenn ich aus dem Magazin. Der Gattenwort ist ihm Gebot. Ein jeder Ehemann kennt die Not. Und beauftragt, schwupps, recht schnell, Bildhauer Jungblut nebst Gesell zu hauen in Sandstein hübsch und glatt ein Hausportal der Johannstadt. Bedingung nur, in Frauchens Sinn, es seien Kastanienblätter drin. Holter, polter, kricke, kracke, mit dem Meißel und der Hacke, eine Säge darf nicht fehlen, hin zum Steinbruch nahe wählen. Mit all der vereinten Kraft wird der Sandstein hergeschafft. Ritsche, Ratsche, Klirr und Klopf, Blätter, Zweige und ein Kopf, unter Eddy Jungbluts Händen wird sich das Portal vollenden. Doch Frau Bürgermeisters Bitte, Esskastanien in der Mitte hat er, potz, doch nicht erfüllt. Rosskastanie füllt das Bild. Mittendrin ein rufend Mädchen, in den Händen Blätterrädchen, links und rechts, da ließ er noch, keiner weiß warum, ein Loch. Nun, mit einem großen Feste, aus ganz Dresden waren die Gäste, wird die Türe angebracht. Die Feier währt die ganze Nacht. Von dem Lärme aufgeschreckt, denn ansonsten gut versteckt, verfolgt gespannt im Nachbarhaus dieses Fest Familie Maus. Herr und Frau Maus drehen sich nur um. Betrunkene Menschen sind zu dumm. So nicht ihre beiden Süßen, welche Flock und Flöckchen hießen. Ei! Was prangt an diesem Haus? Schaut gar wie Kastanien aus. Zwar bracht die Mutter ihnen bei, dass Rosskastanie giftig sei, wohingegen sich Maronen zum leckeren Festmahl sehr wohl lohnen. Es kommt ihnen nicht mal komisch vor, der Blätterfarbe an dem Tor. Ist sie doch grau statt saftig grün. Die Gier vernebelt ihren Sinn. Husch!
die Pfötchen rasch gewetzt, auf das Steinportal gehetzt, rechts und links im Loch verschwinden, um die feine Frucht zu finden. Quiek! Der Ton beschreibt den Schrecken. Beide Mäuschen bleiben stecken. Doch ist der Rückzug auch verwehrt, ihr Klagen bleibt nicht ungehört, denn auf dem Fest ist einer ohne einen Schwips in seiner Krone. Meister Jungblut eilt herbei auf der Mäusewegeschrei, sieht ein Gesicht und einen Po, die muss ich packen, aber wo? Greift beherzt nach Schnauz und Schwanz, so gelingt die Rettung ganz. Flock und Flöckchen noch benommen, sehen, dass sie nach Hause kommen. Am nächsten Tage aber nahm Jungblut seinen Steinmetzkram und schuf aus einem Restestein zwei künstlerische Mäuselein. Füllt an dem Tor zu jenem Haus die beiden komischen Löcher aus. Sieh an, denkt er, wer hätt's gedacht? Nun erst ist das Werk vollbracht. Gesprochen von Bettina Sörgel.